Hallo, herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video werden wir jetzt den Mikrocontroller und MicroPython nutzen, um echte Sensordaten einzulesen. Dazu werden wir einen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor verwenden, den mit dem Mikrocontroller verbinden und die Daten über Python auslesen. Als erstes schauen wir uns jetzt mal die Schaltung an, die wir dafür benötigen. Das ist die Schaltung. In dieser Schaltung sehen Sie den Mikrocontroller, den wir die ganze Zeit schon verwendet haben. Wir haben wieder die Verbindung zwischen dem Ground und der 5-Volt-Ausgang mit unserem Board hergestellt. Und außerdem sehen Sie diesen blauen Sensor, das ist der DHT11-Sensor, ein Temperatur- und Luftfeuchtesensor. Hier sehen Sie jetzt den Sensor bei mir auf meinem Steckboard. Sie sehen zum einen die Verbindungen. Ja, ich habe hier, das sieht man ein bisschen schwierig, ich habe plus 5 Volt und minus 5 Volt, plus und minus wieder hier mit den Leisten verbunden. Außerdem habe ich dann auch hier eine Verbindung, das ist plus 5 Volt, das schwarze ist unser Ground. Und das grüne hier, das ist das Datenkabel, das steckt hier in der Mitte und geht bei mir zum Eingang G2. Das ist der DHT11-Sensor, den ich verwende. Der sieht etwas anders aus auf der Schaltung. Der hat hier nämlich nur drei Eingänge. Der eine hier ist VCC, ja, das ist die Versorgungsspannung, wenn wir 5 Volt hinschalten. Ground, ja, ist Ground, das ist selbstsprechend. Und wir haben hier noch den Data-Eingang, da werden wir die Daten auslesen. Ich habe das jetzt genauso verbunden hier, dass ich den Sensor jetzt einfach einstecken kann. Und er sollte korrekt verbunden sein. Meine Variante dieses Sensors hat jetzt sogar eine kleine LED. Auch das sehen Sie, die leuchtet jetzt. Ja, das zeigt, dass das erstmal richtig verbunden ist. Man sieht jetzt die Verbindung nicht mehr so ganz schön auf dem Steckbrett von hier, aber Plus ist an VCC, Minus an Ground und das ist der grüne ist der Datenport. Der nächste Schritt ist jetzt, dass wir ein Programm schreiben, um die Sensordaten von diesem Temperatursensor auszulesen. Ich habe das mal hier vorbereitet, was wir dafür tun müssen. Wir müssen zum einen ja, wieder das PIN importieren. Ich verwende auch wieder das Import von Sleep. Und jetzt gibt es hier ein neues Import, from DHT import DHT11. Um Ihnen das zu zeigen, wechsle ich mal auf die MicroPython Dokumentation. Und da gibt es in dem Bereich hier Quick Reference for ESP8266, gibt es im Bereich für Temperatursensoren der DHT11-Treiber. Und da ist genau gezeigt, wie diese DHT11-Sensoren ausgelesen werden können. Ja? Die MicroPython-Dokumentation enthält schon die entsprechenden Informationen, die wir dazu brauchen. Also wechseln wir zurück auf den Programmcode. Ich habe eben hier jetzt die entsprechenden Pakete importiert. Das nächste ist dann festzulegen, an welchem der Eingänge der DHT11-Sensor liegt. Das ist bei mir der PIN 4. Ja. Ich schneide nochmal zurück auf die Schaltung. Ja, Sie sehen, ich habe die Schaltung hier mit dem PIN D2 verbunden. Ja, und wenn wir uns das jetzt auch nochmal hier angucken, dann sehen Sie, dass der D2, der GPIO PIN 4 ist. Und das ist das genau das, was wir jetzt auch im Programmcode sehen werden. Ja, und nachdem wir eben zugewiesen haben, dass der DHT11-Sensor an diesem PIN 4 hängt, dann kommt das eigentliche Programm zum Auslesen der Daten. Das ist das hier. Was passiert hier? While true, also für immer, wird eine Messung angestoßen. Und danach kann ich dann bei dem Sensor die Temperaturdaten und die Luftfeuchtigkeit auslesen. Das Ganze werde ich als erstes mal ausgeben. Ja, das werden wir da auf der Konsole sehen. Und dann warte ich einfach 5 Sekunden und dann geht es von vorne los. Wie immer, wenn wir so ein Programm haben, ist der nächste Schritt, das auf den Mikrocontroller zu flächen. Das mache ich jetzt mal. Ja, wir sehen, das geht recht schnell. Der Mikrocontroller startet neu. Die Frage ist jetzt natürlich, wo finden wir diese Ausgabe? Und dafür verbinden wir uns nochmal mit der MicroPython REPL.
Da werden wir jetzt allerdings erstmal nichts sehen. Warum ist das so? Weil jetzt unser Main Python, das sehen Sie hier, unterbrochen wurde. In dem Moment, wo wir uns verbinden, wird das Programm, das läuft, unterbrochen und deswegen passiert da jetzt nichts. Wie können wir dafür sorgen, dass das Programm gestartet wird? Das können wir auf verschiedene Varianten tun. Wir könnten jetzt zum Beispiel einfach Main Python importieren, ja? Oder, und das ist viel einfacher in diesem Fall, wir können mit Ctrl-D den Mikrocontroller neu starten und dann wird auch das Programm neu ausgeführt. Machen wir das mal. Ich drücke Ctrl-D. Es gibt einen Reboot und sofort sehen wir die erste Messung hier. Ja? Temperatur 21 Grad, Luftfeuchte 41%. Dieser DHT11-Sensor ist nicht so ein besonders guter Sensor. Ja? Der hat keine so besonders hohe Messgenauigkeit, aber zu Demonstrationszwecken reicht das aus. So, was machen wir jetzt? Ich werde Folgendes tun. Und zwar zeige ich Ihnen das auch einmal. Ich werde jetzt einfach diesen Sensor in die Hand nehmen und versuchen, ein bisschen warm zu halten. Ja? Mit meiner Handwärme die Temperatur zu erhöhen. Jetzt gehen wir zurück auf den Programmcode. Und jetzt sollten wir sehen, dass was passiert. Und tatsächlich, Sie sehen jetzt, so langsam steigt die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit. Ja? Feuchtigkeit von meiner Haut erhöht jetzt die Luftfeuchte, die gemessen wird, und die Temperatur steigt auch langsam an. Es geht eben nur relativ langsam, weil meine Hand ist offensichtlich nicht so warm. Okay, jetzt sind wir bei 23 Grad. Also wir sehen tatsächlich, wir können jetzt mit unserem Sensor Daten messen. Und hier ist auch nochmal das Programm dazu, das Sie sehen, ja, das ist tatsächlich recht übersichtlich. Wir können ganz einfach diese Daten messen. Ja, ich habe jetzt die Hand wieder weggenommen. Wir sollten jetzt auch gleich sehen, dass die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit hier wieder fällt. Die Luftfeuchtigkeit, da sehen wir das schon. Und die Temperatur wird dann auch demnächst fallen. Das war es auch schon für dieses Video. Ich habe Ihnen gezeigt, ja, wie wir jetzt richtige Sensordaten einlesen können mit dem Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor DHT11. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.
Verdächtig. 20 Sticker auf dem Laptop. Verdächtig.